Ja, hallo zurück zu unserem niegelnagelneuen Projekt Octo Awesome. Und zwar sind wir heute in Folge 2. Und wenn wir uns mal so zurückblicken auf unsere bisherigen großartigen Leistungen zurückschauen, dann können wir sehen, dass da dieses wunderschöne blaue Fenster, das sind die Erfolge unserer letzten Folge. Das ist nämlich schon unsere erste Renderszene, die unseren Cornflower Blue Hintergrund in 10 Frames pro Sekunde rendert. Es passiert noch nicht viel, weshalb ich vorschlagen würde, dass wir in dieser Folge da jetzt mal so ein bisschen Standardanimation reinbringen, also uns anschauen, wie man denn auf so einer 2D-Szene ein paar Sachen reinrendert und auch diese Berechnungen macht, um Dinge zu bewegen. Und der Klassiker ist da immer, einen Ball zu generieren, der dann in diesem Rechteck hin und her eiert. Und genau das machen wir jetzt, glaube ich, in dieser Folge. Ich darf, glaube ich, im Vorfeld nie verraten, was ich vorhabe, weil, wenn das jemand nicht interessiert, dann skippt er einfach diese Folge. Also, wir machen heute ganz tolle Dinge. Ne? Und zwar, wir erzeugen erstmal in irgendeiner Form eine Information, wo sich denn unser Rechteck befindet. Oder unser Ball. Ne, nehmen wir einen Ball. Ball ist gut. Ne, erstmal zeichnen wir den Ball, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Das ist nämlich Teil der Render-Szene. Wir haben ja hier schon angefangen, unser Feld zu clearen. Das muss ich mal ein bisschen größer machen. So. Das haben wir ja angefangen. Das heißt, wir haben diese Cornflower Blue-Szene jedes Mal. Und ich habe ja schon bei der letzten Folge verraten, dass dieses Graphics-Teil durchaus ein bisschen mehr kann, als nur ja, Flächen zu clearen, sondern man kann da neben dem Zeichnen von Sprites auch so ein paar standardgeometrische Figuren malen, zum Beispiel, was wir brauchen, eine Ellipse zum Beispiel. Man kann hier Rechtecke malen, man kann Linien malen, man kann Pfade malen, also all diese Dinge, die man, ja, diese primitiven Geschichten, die kann man hier nutzen. Wir brauchen, wie gesagt, erstmal diese Ellipse. Da gibt es einen Circle, nee, gibt es nicht. Wir nehmen die Ellipse. Und wenn ich Draw Ellipse sage, dann brauche ich ein paar Sachen wie zum Beispiel ein Pen. Also grundsätzlich gibt es alle Methoden in der Form Draw und es gibt aber auch welche, die heißen Fill. Wir sollten vielleicht Fill nehmen, fällt mir gerade auf. Draw ist einfach ein Kreis, also eine Linie, die einen Kreis formt und Fill ist einfach die ausgefüllte Fläche. Ein Ball ist ausgefüllt, deshalb nehmen wir die Fill-Methode und die braucht nämlich kein Pen, die braucht einen Brush. Und der Unterschied zwischen den beiden ist einfach, ein Pen ist im Prinzip zum Linienzeichnen, da kann man auch die Liniendicke und ähnliches angeben. Und ein Brush ist eben für ein vollflächiges Ausfüllen von Flächen. Der Parameter ist wie gesagt Brush, dann nehmen wir jetzt einfach eine Vollfarbe, da kann man nachher auch irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel Dinge mit Strukturen oder Bilder zum Beispiel auch nehmen. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für eine vollflächige Farbe, zum Beispiel Weiß. Ja, weiß klingt gut. Und ansonsten brauchen wir noch ein Rectangle. Das ist im Prinzip das Rechteck, in dem der Ball gemalt werden soll. Das ist ja eigentlich eine Ellipse, weshalb man eine unterschiedliche Höhe und eine unterschiedliche Breite nehmen könnte. Was wir in unserem Fall aber nicht wollen. Wir nehmen erstmal natürlich ein Quadrat. So, jetzt erstmal diesen Brush. Wir brauchen erstmal einen Brush. Und Brushes gibt es, wie gesagt, in verschiedener Form. Wenn ich sage Brush, kann ich das Ding nicht einfach mit New instanzieren, weil Brush erstmal eine abstrakte Klasse ist. Und es gibt mehrere Brushes, die davon erben. Um eine vollflächige Farbe zu nehmen, nimmt man einfach einen Solid Brush. Und der Solid Brush will dann nachher einfach nur noch eine Farbe haben. Im Prinzip so wie beim Clear. Was man jetzt wissen muss, ist, dass dieser Brush eine Systemressource ist, die man nachher mit einem beherzten Dispose eigentlich wieder bereinigen sollte. Ähnliches gilt für dieses Graphics-Objekt da oben. Aber das kann man natürlich hübsch in diese Usings verpacken. Und braucht sich dann nachher nicht mehr selber drum kümmern. Deshalb sollten wir diesen Brush in dieser Form erstmal verpacken. Und hier drinnen dann auch einfach verwenden. Und dieses Rectangle, mein Gott, da mache ich jetzt einfach mal. Fange ganz links oben an. Und dann sehen wir jetzt auch gleich, die Koordinatenangaben orientieren sich an der linken oberen Ecke. Also anders wie in Mathe. Mathe ist links unten, aber in dem Fall links oben. Und wenn ich das hier starte, dann sehen wir auch schon. Wir haben hier einen, naja, Ball. Ganz links oben. Der flackert jetzt aus irgendeinem Grund. Das ist das, was ich meinte mit
den Frames zum Beispiel, also die Framerate, die müssen wir noch ändern, weil das sind nur 10 Frames pro Sekunde. Und dieses Flackern, das liegt ein bisschen an der Art und Weise, wie WinForms die Sachen rendert. Und zwar versucht das so schnell wie möglich, die Sachen zu malen, und malt es direkt im Speicherbereich, der auch am Screen angezeigt wird. Und das sorgt dafür, dass erstmal geklärt wird und der Ball da drüber gezeichnet wird. Da können wir zuschauen und deshalb flackert das. Ein Verfahren, mit dem man eigentlich verhindert, dass sowas passiert, ist das klassische Double-Buffer-System. Das bedeutet, dass die Sachen, die wir hier rendern, erstmal im Hintergrund in einem anderen Speicherbereich gerendert werden und nachher, wenn alles fertig ist, einfach die Speicherbereiche getauscht werden. Dadurch kriegen wir ein volles, vollwertiges, fertig gezeichnetes Bild auf den Screen und das flackert nachher nicht mehr. Das bewerkstelligen wir in WinForms allerdings nur, in anderen Technologien funktioniert es ein bisschen anders, indem wir dem Fenster hier, dem großen... Läuft das noch? Nein? Hallo? Keine Eigenschaften? Ah, jetzt. Indem wir dem großen Fenster die Eigenschaft Double Buffer, ich muss dann gerade mal gucken, wie das Ding... Ja, Double Buffert. Das setzen wir einfach auf True. Und in dem Moment... Oh. Hat das Panel auch einen Double Buffer? Ja, super. Warum passiert das denn jetzt? Das ist auch direkt die zweite Quelle großer Langeweile, sehr wahrscheinlich zwischendrin, wenn ich ab und zu mal nicht genau weiß, warum Dinge nicht funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Double Buffer ist normalerweise eine Forms-Einstellung, das heißt, unsere Controls sollten nicht über die Möglichkeit verfügen, das zu Double Buffern, weshalb ich ein bisschen irritiert bin, dass das jetzt hier keinen Effekt zeigt. Vielleicht im Code irgendwo, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Graphics nochmal irgendwo, aber das ist ja auch Quatsch eigentlich. Interesting. Das Panel? Nein. Waffe. Das ist jetzt interessant. Das hier irgendwo überschrieben. Und das ist vielleicht auch noch was ich mit euch zusammen machen werde, nämlich hin und wieder mal nach solchen Problemen zu googeln. Das heißt, ihr dürft live dabei sein, wenn wir mit dem Internet Explorer mal kurz in das Internet gehen. Ich werde allerdings nicht Bing verwenden. Und danach WinForms Double Buffer suchen und dann mal gucken, was da los ist. Weil es gibt natürlich auch noch diese Möglichkeit hier, das alles über diese Style-Settings zu machen. Allerdings war ich da nie wirklich gut drin, deshalb müssten wir das jetzt hier einfach mal kopieren. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil, wie gesagt, die WinForms an sich diesen Double-Buffer-Flag haben und damit eigentlich auch schon alles gut sein sollte. Allerdings bin ich jetzt mal so frei und kopiere mir das da einfach. Ich bin nicht ganz sicher, warum dieses Problem überhaupt existiert. Weil, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und eigentlich hatte das immer ganz gut funktioniert. Naja gut, dann packen wir das mal rein. Ist das jetzt eine Forms-Geschichte? Ah, beide haben das. Okay, gut. Also wir kopieren das mal eben. Das ist eine Möglichkeit, um hardcore die Systemeinstellung, also WinForms ist ja im Prinzip einfach nur ein .NET-Wrapper, um die ganzen User32-Sachen von Windows. Das heißt, in dem Moment, wo ich setParams, ich kopiere das mal rein, ich weiß nämlich nicht so genau, ob das das Problem löst eigentlich. Jupp, das löst das Problem. Und unser Bällchen flackert nicht mehr. Ah! Hat er da gerade noch geflackert? Beim Bewegen immer noch. Okay. Ich werde das jetzt erstmal fürs Erste ignorieren, weil wir eh nicht genau wissen, wie lange wir bei WinForms bleiben werden.
ich gehe der Sache aber mal auf den Grund. Da stand ja auch gerade was von wegen, dass das ja durchaus auch eine Sache des Controls ist. Also vielleicht sollte man früher oder später auch mal drüber nachdenken, ein Render-Control zu machen und gar nicht alles in diesem Panel. Naja, lassen wir das erstmal so. Dann flackert es halt ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden als eben noch. Gut, aber damit wir da ein bisschen Bewegung reinbringen, habe ich ja gesagt, lasst uns mal diese Ellipse ein bisschen auf dem Spielfeld bewegen. Zwar machen wir das im Prinzip, also erstmal die plumpe Variante. Wir haben natürlich jetzt hier gesagt 0, 0, das ist die Standardposition. Die plumpe Variante wäre jetzt einfach mal pro Rendervorgang die Position ein bisschen zu verändern. Und um die zu verändern, brauchen wir irgendeine Variable, die außerhalb dieser Methode ist. Deshalb mache ich jetzt hier einfach mal ein kleines Feld, das da heißt, was haben wir denn hier eigentlich? Ist das ein Integer? Ja. Nennen wir mal x. Dann habe ich noch. So, und was immer ganz lustig ist, ist, wenn man eine unterschiedliche Bewegung hat, also nennen wir das mal dx für Delta x, dass sich mit 10 Pixel pro Frame bewegt. Dy auf einer anderen, einfach damit wir da auch ein bisschen Unterschiede haben. So, und jetzt ist es so, die plumpe Variante ist jetzt einfach mal zu sagen, okay, in jedem Frame nehme ich x und addiere da Delta x dazu. Dasselbe mache ich für y und nutze jetzt x und y hier, um dann festzustellen, dass ich in jedem Frame, und jetzt sieht man auch schon diese 10 Frames. Man hat übrigens jetzt gerade gesehen, dass ich, wenn ich das Fenster größer und kleiner mache, dann bewegt sich der Ball schneller. Das liegt daran, dass wir ja indirekt über die Invalidate-Methode gehen. Und Invalidate nicht nur von unserem Timer aufgerufen wird, sondern auch jedes Mal, wenn ich dieses Fenster größer und kleiner ziehe, weil unter normalen Winformsverhältnissen das bedeutet, dass dieses Control sich neu organisieren muss. Und darum bewegt sich der Ball schneller, wenn man das Fenster größer und kleiner schreibt. Gut. Allerdings fällt, also zwei Sachen sind aufgefallen. Einmal, dass es ruckelt. Das ist das Problem der Framerate. Und das zweite Problem ist, der Ball verschwindet im Off. Und das ist eigentlich was, was wir nicht wollen. Also im Idealfall würde der Ball jetzt unten einfach abprallen und rechts abprallen. Und dann kommen wir auch schon in die erste, in die erste Business-Logik, wie es man nennen. Also die erste Logik unserer Bewegung. Aber zuerst kümmern wir uns um die Framerate. Die Framerate ist nämlich im Prinzip abhängig von dieser Timer-Einstellung, die wir hier haben. Und jetzt haben wir hier eine Zehntelsekunde. Das bedeutet 10 Frames pro Sekunde. Wenn ich da 10 Millisekunden draus mache, haben wir 100 Frames. So viel brauchen wir nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal 20 draus, wären 50. Mit 5 wären wir bei 40. 40 Frames ist das, was wir brauchen. Und ich starte das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir eine mehr oder weniger fließende Bewegung, aber der Ball ist sauschnell. Um das zu verhindern. Denn Designer brauchen wir nicht mehr. Um das zu verhindern, mache ich das hier jetzt einfach ein bisschen kleiner. Halb so schnell. Und dann bewegt er sich schon ein bisschen moderater. Und auch fließend. Das ist toll. Allerdings verschwindet er immer noch nach unten. Und der Screen flackert immer noch. Das macht mich wahnsinnig. Ich werde das Problem noch fixen. Also ich schaue eine Pause nach. Gut, aber zuerst diese Logik hier unten. Ich will nicht, dass der Ball nach unten verschwindet. Konzept ist einfach zu gucken, ob man hier an der Stelle nicht die Grenze des Fensters überschritten hat. Das heißt, nachdem ich die Position verändert habe, gucke ich einfach, ob x jetzt einfach größer ist als die Größe des Render-Panels. Und das Render-Panel hat zum einen eine Breite und es hat aber auch eine Client-Size, beziehungsweise Client-Rectangle. Das ist wurscht, was man da nimmt. Also eine Größe, die den Client, also den inneren Rahmen beschreibt. Bei einem Panel sollte das eigentlich identisch sein, weil der keinen Rahmen hat, aber manchmal kann es relevant sein, wenn wir zum Beispiel dem Panel noch einen Border geben oder so. Deshalb ist es immer sinnvoll, die Client Rectangle zu nehmen. Also wenn ich feststellen sollte, dass der Ball aus dem Rahmen rausrollt, dann, tja, dann was machen wir denn dann? Dann drehen wir die Bewegungsrichtung einfach mal um, würde ich sagen. Das heißt, der Ball würde sich dann ab dann in die andere Richtung bewegen. Das ist ja auch richtig so. Außerdem sollten wir vielleicht die Position korrigieren, nämlich auf den Rand. Also ich setze das einfach gleich.
Wobei wir jetzt gleich noch erfahren werden, dass das ein Problem ist, weil wir mit X und Y die linke obere Ecke unseres Balls beschreiben. Der Ball hat aber einen Radius bzw. einen Durchmesser und der ist 100 Pixel groß. Eigentlich müssten wir also sagen X plus 100, weil es ja die rechte Seite. Wenn X plus 100 größer ist als die Breite des Rectangles, dann sollte ich das hier tun. So, damit müsste er jetzt an der rechten Seite abprallen. Das Ganze mache ich jetzt nochmal für unten. Das heißt die Y-Achse. Und da ist es nicht die Breite, sondern die Höhe. Und dementsprechend drehe ich die Y-Achse um und setze die Y-Position neu. So, mal gucken, was jetzt passiert. Doing. Boing. Und jetzt fliegt er halt oben raus, weil wir die oberen und die linke Kante noch nicht drinnen haben. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Selbes Prinzip. Da gucken wir jetzt aber... Naja, gut, doch. Das hätte ich mir sparen können. So, da müssen wir jetzt gucken, ob x kleiner 0 wird. Auch da drehen wir einfach wieder die x-Achse um und setzen x gleich 0. So, und dasselbe machen wir für y. So, kopiere ich mir da wieder. So, Y-Achse drehen wir um und dieses Y setzen wir 0. Und hey, wir haben jetzt unsere erste relativ langweilige Animation, aber ist ein Klassiker und das Schöne daran ist, also es würde sich sogar anpassen auf die Größe des Fensters und es flackert verdammt nochmal. Sowas nervt mich. Aber das finden wir gleich noch raus, was das Problem ist. Sehr wahrscheinlich habe ich irgendwo einen Fleck vergessen. Ich werde jetzt gleich nochmal ein Projekt aufmachen, bei dem das schon funktioniert und dann mal einfach abgucken, was ich da bisher gemacht habe. Aber wir haben einen springenden Ball. Gut, was wir bisher machen, ist natürlich ein bisschen plump, wie gesagt. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Ganze hier oben in lokalen Variablen innerhalb des Fensters, was erstmal so mittelcool ist. Außerdem haben wir hier Geschwindigkeitsveränderungen oder Geschwindigkeitsbemessungen anhand der Framerate. Und naja, wie gesagt, wir haben das hier. Das heißt, wenn ich das Fenster schnell genug bewege, bewegt sich mein Ball plötzlich wesentlich schneller. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Wenn das innerhalb eines Spiels passiert, ist das relativ Banane. Das wollen wir nicht. Das heißt, die nächsten beiden Schritte wären jetzt im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Bewegungsgeschwindigkeit, also erstmal das Flackern muss raus, das werde ich in der nächsten Folge gefixt haben. Dann müssen wir uns irgendwie eine Art Businessmodell überlegen. Also ich würde gerne das Spielmodell, also die Bewegung des Balls, gerne auslagern in eine andere Klasse mindestens, vielleicht sogar eine eigene Assembly, damit wir das nachher sogar besser portieren können auf eine andere Technologie. Und die dritte Komponente, und das ist eigentlich das Wichtigste, das können wir fast jetzt noch machen, ist das Ganze zu synchronisieren mit einer echten Zeit und nicht mit der Framerate. Weil das ist was vernichtend ist für Spiele, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit von Objekten nicht in irgendeiner Form synchronisiert ist mit der Echtzeit. Und das machen wir, indem wir ein neues Objekt reinholen. Es gibt nämlich, also ich mache das jetzt noch hier rein, das hat nachher hier drin nichts mehr zu suchen, das sollte dann nachher in das Businessmodell mit rein. Aber es gibt im Namespace System Diagnostics eine Stopwatch. Und die Stopwatch, also grundsätzlich mal, wir können das natürlich auch mit DateTime machen, weil die Idee ist jetzt natürlich zu sagen, okay, wir richten uns bei der Berechnung hier nicht an einem Fixwert wie dx. Also dx macht schon Sinn, die Geschwindigkeit anzugeben ist super. Allerdings sollte das jetzt natürlich noch synchronisiert werden mit der Zeit. Und man könnte jetzt natürlich mit DateTime arbeiten, allerdings ist DateTime zu ungenau für diese ganze Geschichte. Weil Daytime sich nur hin und wieder mal aktualisiert. Also das ist vielleicht sekundengenau, aber sicher nicht millisekundengenau. Weshalb wir auf einen Mechanismus zurückgreifen, als Stopwatch. Und Stopwatch ist eigentlich zu Diagnosezwecken und ist gebunden an die Systemzeit, also vom Betriebssystem. Und damit etwas genauer als das, was wir aus Daytime rauskriegen. Deshalb baue ich hier mal eine Watch ein. Und die Watch hat folgenden Mechanismus. Man startet die irgendwann. Und kann ab dem Moment, wo wir sie starten, also packe ich gleich noch woanders hin, gucken, wie viele Millisekunden vergangen sind. Und das ist im Prinzip das, was wir brauchen. Nämlich auf Basis dieser Millisekunden können wir die
die Bewegungsgeschwindigkeit besser berechnen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal diesen Start woanders hin machen, nämlich irgendwo hier oben hin. So, ab hier startet das ganze Ding. Und hier drinnen werde ich jetzt einfach die Bewegungsgeschwindigkeit hier, dx, sagen wir mal, ist gegeben in Pixel pro Sekunde. Und dann müssen wir das sowieso ein bisschen erhöhen, weil im Moment hatten wir ja 25 Frames mit 5. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Geschwindigkeit von 125, nennen wir mal jetzt 100. Hier unten dann 80. Das sind aber Pixel pro Sekunde. Das bedeutet, wir müssen hier jetzt umrechnen von pro Frame auf pro Sekunde. Und das können wir eben mit der Watch machen. Die hat nämlich Elapsed... Ich weiß gar nicht, ob wir... Mit Elapsed Total Seconds, glaube ich, können wir ziemlich gut arbeiten. Total Seconds in Double kommt. Das ist perfekt. Total Seconds gibt uns dann nämlich die vergangene Zeit seit dem letzten Reset. Und den machen wir hier unten übrigens. Watch Reset oder Restart heißt es. Restart sorgt dafür, dass der Timer wieder auf 0 gesetzt wird. Und hier oben können wir dann mit Total Seconds rausfinden, wie viele Sekunden vergangen sind. Und da wir eine Framerate von 40 haben, also 25 Millisekunden vergangen sind, steckt da drin die entsprechende Kommazahl. Also irgendwie 0,00, sehen wir gleich. Und das kann ich jetzt ziemlich plump einfach mit dx multiplizieren, weil ich dann eben nur den Bruchteil von dx zurückkriege, den ich brauche, um den Ball zu bewegen. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Das da ist ein Int. Das hier ist ein Int. Das hier ist aber ein Double. Das bedeutet, ich muss das hier multiplizieren, aber anschließend dann wieder auf ein Int casten. Man kann das auch runden, allerdings ist jetzt wieder die Diskussion, wie genau man das eigentlich braucht, und der Cast auf Integer, würde ich mal behaupten, geht sogar einen Ticken schneller, weil da einfach nur die Kommastellen abgeschnitten werden. So, watch elapsed total seconds. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht, sehen wir gleich. Ah, ups. Und casten nach Int und starten das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir einen wesentlich langsameren Ball. Das liegt ein bisschen daran, dass wir die Geschwindigkeit ein bisschen runtergedrosselt haben. Aber was ganz wichtig... Ups. Oh Gott. Okay, das Problem ist jetzt... Das Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass die Veränderungsevents, also dieses Invalidate, so schnell passiert, dass der Rückgabewert hier kleiner als 1 ist und dann schneidet er die Kommastellen ab und der Ball bewegt sich gar nicht. Gleichzeitig machen wir unten einen Reset. Das ist also doof. Meine Lösung wäre, diese ganze Berechnung der Bewegung dort reinzumachen, wo wir halbwegs synchron sind. Das ist im Timer drinnen, weil Invalidate eigentlich nicht der richtige Punkt dafür ist. Ich würde das nach oben in den Timer machen, weil dort gehört es eigentlich hin. Gleichzeitig mache ich den Restart auch hier raus. Und dann ist nämlich diese Paint-Methode nur noch fürs tatsächliche Malen zuständig. Das macht aus meiner Sicht sowieso ein bisschen mehr Sinn. Und das Ganze sollte jetzt kein Problem mehr sein. Yep, es ruckelt zwar jetzt ein bisschen, aber das liegt immer noch an unserem Double-Buffer-Problem, fürchte ich. Aber der Ball bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und damit haben wir die Geschwindigkeit oder die Berechnung der Simulation entkoppelt von der Framerate. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, essentielle Geschichte für spätere Geschwindigkeits- oder überhaupt Simulationsberechnungen. So, wir sind ein bisschen über der Zeit. Würde sagen, wir haben hier eigentlich schon was ziemlich Cooles gemacht, außer dass es flackert. Ich werde das entfernen gleich. Und ja, sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn da heißt, Octo Awesome is coming, Teil 3 dann.